mit Abstand wichtigste zentrale Orchesterinstrument ist. Hier oben auf der G-Seite wird man hauptsächlich solistisch tätig, wenn man kann. Bei Kontrabassspielen, das ist eine reine Kraftsache. Mit Musik hat das erstmal überhaupt nichts zu tun. Dann schauen Sie ihn sich mal an. Der schaut aus wie ein fettes, altes Weib. Wie schwarzes Labrunterlicht. Es muss schrecklich sein, in so einer schwarzen Höhle zu leben. Und die Hauptschuld daran, das trägt der Vater. Das ist ja der Skandal. Ich würde doch meinen Sohn, also wenn ich einen hätte, und der könnte 10-mal so begabt sein wie der Mozart. Weil dazu gehört nicht viel, dass ein Kind komponiert. Jedes Kind komponiert, wenn sie es dazu abrichten, wie ein Affe. Das ist kein Kunststück, das ist eine Schinderei. Eine Kinderquälerei. Jedes Kind hat ein Anrecht auf Freiheit. Und es ist eine. Und das andere ist... Pass doch auf! Können Sie mir sagen, warum ein Mann von Mitte 30, nämlich ich, mit einem Instrument zusammenlebt, das ihn permanent nur behindert? Ja, zwar, sie kennt mich nicht, aber das ist auch die einzige Entschuldigung. Wenn sie mich dann kennt, wenn wir uns dann kennenlernen, ne, das gebe ich Ihnen schriftlich, dann kann die was erleben. Wenn ich das nicht bieten, dass meine Frau nur eine Sopranistin ist, und ich bin doch ein Kontrabassist, und sie sind irgendwann Dorabella oder Butterfly oder was auch immer, dass sie in teure Fischlokale gehen!